So Leute, willkommen zurück zu Jack and Dexter. Mir ist was aufgefallen und zwar geht die Lücke vielleicht doch. Und zwar, wir können ja wie bei Crash auch diese Wirbelattacke machen und dadurch kommen wir ein bisschen weiter. Vielleicht geht's ja damit auch dahin. Ja, sehr schön. Ähnlich wie bei Crash Bandicoot kann man das auch so machen mit der Wirbelattacke, länger in der Luft bleiben. Und hier geht das auch. Sehr gut. So, damit haben wir es hier rüber geschafft. Das muss eins von den Precursor-Orakeln sein, von denen der Weise dauernd erzählt. Hoffentlich sind die nicht genauso hässlich wie er. Wer weckt das Orakel auf? Wartet. Einer von euch hat das innere Licht. Seit Anbeginn der Zeit suche ich und warte auf die Rückkehr des wahren Helden. Bringt mir 120 Precursor-Orbs für jede Energiezelle, die ich besitze. Okay, hier bekommen wir auch nochmal sondern Energiezellen. Und genau, Moment, den habe ich gar nicht gezeigt, es gibt auch einen Sprung beim Rollen, den habe ich beim ersten Moment, wahrscheinlich hätte ich das mit dem machen sollen. Nun gut, egal, ich habe es jetzt mit einer anderen Technik auch geschafft, aber so springt man viel weiter. Gut, merken wir uns das erstmal. Und gehen jetzt erstmal zurück, um dann gehen wir damit auch schnell voran. Ich glaube schon, damit geht's schnell voran, egal. Hat der 90 gebraucht? Na, ihr wollt das Geschäft also doch machen. Prächtig, ausgesprochen prächtig. Hey, habt ihr die vereinbarten Precursor-Orbs? Hoffentlich vergeudet ihr diese schwer verdiente Energiezelle nicht. Macht's gut, ciao, ciao, bye, bye. Sehr schön, damit haben wir Energiezelle Nummer 6. Uiuiui, er macht ja immer neue Moves. Gut, und wir haben Precursor Orbs 3. Und wir haben gut Deutsch 0. Okay, wo geht's denn jetzt eigentlich zu dieser einen Aufgabe, die ich eigentlich machen wollte für den Bürgermeister? Ich sollte den Lampen folgen, oder? Die Lampen gehen hier lang. Ich glaube, die sind in einem anderen Gebiet, diese, was waren das, Precursor-Sammler oder was auch immer. Ich weiß nicht, egal. Schauen wir mal, ob wir hier was finden. Hallo, finden wir hier was? Was ist das? Ach stimmt, das war eines dieser Teile, die grüne Echo herstellen. Gehen wir mal hier rüber. Hört das Knurren oder was das ist? Was ist das denn? Was zur Hölle war das denn, meine lieben Freunde? Ich weiß es nicht, man munkelt nur. Ah, hier kommt drauf, gut. Und da hinten sehe ich schon mal Kisten. Da sehe ich schon mal. Hey? Was sind die denn aufgebaut? Hey! So, wegen der Kameraperspektive sah das ein bisschen seltsam aus. Komm, stirb keine Schlange! Sehr gut. Die hätten wir schon mal erledigt und da haben wir. Was sind das? Stachel? Stacheltentakel? Die nehme ich mal an, nicht besiegen, oder? Wow, da haben wir auch noch Piranhas. Die will ich nicht unbedingt. Ich habe Angst, die zu schlagen, sonst verliere ich ein Leben. Ich glaube, man kann die. Also, wieso sollten sie so einen Stachel haben? Ich probiere es einfach mal, komm. Doch, es geht! Okay, ich tauche die drauf. Nee, okay. Vielleicht kann man sie so ganz ausschalten. Komm, hey! Die Monster, die ein Stück aus dem Boot rausgebissen haben, werden mich noch ruinieren. Was hast du da im Korb? Ach, nicht der Rede wert. Die Monster da im Ozean haben ein Stück aus meinem Boot rausgebissen. Und nun verleiben sie sich meinen Fang ein. Egal was ich mache, ich fange hier im Fluss einfach keinen Fisch mehr. Vielleicht ist's dein Mundgeruch. Mein Zucker ist das Beste. Versuch mal mit dem winzigen Netz Flussfische zu fangen. Kriegst eine Energiezelle von mir, wenn du 200 Pfund von den Viechern fängst.
Und ich lass dich und den Knirps hier mein Schnellboot benutzen, um zur Nebelinsel zu kommen. Na, wollt ihr es versuchen? Ja, sicher. Du musst drei Sachen wissen, wenn der fischt. Erstens kannst zwei Arten von Fischen fangen. Ein Pfünder und fünf Pfünder. Zweitens lässt du 20 Pfund von den guten Fischen entwischen. Du, dann nehme ich dir das Netz weg. Drittens gibt's giftige Aale im Fluss. Auch wenn du nur einen von den Burschen erwischst, vergiftet er den ganzen Fang. Okay, ah. So ein Spiel ist das. Gut, interessant. Ruhig, Junge. Du könntest ein größeres Netz brauchen. Wow, ey, hallo, ist gar nicht mal so einfach, wie das aussieht. Weil die Steuerung ist recht sensibel. Und sensibel. Nochmal versuchen. Ist echt ein bisschen zu sensibel für meinen Geschmack. So, weil ich bewege das Teil nur ein bisschen und es schlägt gleich aus. Aber jetzt. Ja, ich hab den. Der hat eine coole Stimme. Ich mag so Leute mit solchen Akzent. Nur leider kann ich den nicht allzu gut nachmachen. Ruhig, Junge. Der hat voll den Sprachfehler, genau wie du, Fokker, bla 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 bla. 200 Pfund brauchen wir, wa? Nein! Mist, da habe ich zu langsam reagiert. Okay, komm jetzt. Cool, also das Spiel wird auch durch kleine Minispiele aufgelockert, wie ich sehe. Ja, den fangen wir uns gleich mal. Der Punkt Rosa! Wie gesagt, ich kann es nicht nachmachen, würde ich aber gern können. Wie es aussieht, auch immer schön. Wellen. Junge. Das kann man sehen, wie man will. Solange die Wellen nicht immer genau gleich aussehen. Also ich meine, jede einzelne Welle. Oh, da sind mir gleich mal 5 Pfund durch die Klappen gegangen. Okay, komm. Alter Falter. So, komm. Eieieiei. Ist gar nicht mal so gut. So, wir haben hier 82. Da fehlt uns noch einiges. Ui, jetzt wird's. Oh Mann! Hey, das Spiel ist echt nicht einfach. Gut. Am Anfang schon alles gut machen. Dann können wir uns im späteren Spielverlauf ein paar Fehler erlauben. Also im späteren Minispielverlauf. So. Okay, aber es sind doch nicht irgendwie. Die Wellen haben auch nicht immer genau gleich viele Fische. Das finde ich schon mal gut. Ah, Mist. Konnte mir der eine entkommen. Hauptsache die 5 Winter entkommen uns nicht. Aber natürlich machen kleine Fische auch was aus. So, uiuiui. Ey, das muss man erstmal selbst spielen. Gott, ey. Ja, das könnte. Nein, 5 Winter. Der ist nicht entkommen. So, komm. Alter. Da kommen einige große sogar. Komm, wir haben es fast geschafft, aber wir sind auch fast tot. Yeah. Sehr schön, wir haben es, glaube ich, geschafft. Hey, hallo, er hat gesagt 120, oder nicht? Ruhig, Junge. Hat er nicht gesagt 120? Okay, jetzt müssen wir hauptsächlich ausweiten. Ich habe auch das Gefühl, dass die Kleinen ein bisschen schnell... Hat er nicht gesagt 120? Dann war es wohl 200. Oh, Mano. Volker, du bist voll schlecht, bla 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 bla. Aber probiert das mal selbst aus und dann sehen wir, wer schlecht ist und wer nicht. So, hier. Volker, ich hab das Spiel selbst schon mal gespielt. Hab das beim ersten Versuch geschafft, ohne einen einzigen Fisch auszulassen. Tja, aber wenn man keinen einzigen Fisch auslässt, obwohl, nee, doch, alle sind auch Fische. So. Mann. Hauptsache, Hauptsache, wir lassen die fetten Fische nicht durch. Dann sollten wir das hoffentlich links halten. Hinkriegen. Ruhig, so. Junge. Konzentrieren wir mal ein bisschen. Na, entwischt. Ruhig, haben schon mal die halbe Junge. Miete. Die halbe Miete hätten wir schon mal. Okay, jetzt einfach den Aalen ausweichen. Da kommt Große! Da! Ah, sehr schön. Nein! Riesenkerl entwischt! Ich hab's gesehen.
Und das wird auch nicht. Ihr habt es geschafft! Hab 200 Pfund Bonnigfisch gefangen! Nicht schlecht für ein paar Landratten. Hier, die Energiezelle. Und ihr könnt euch mein Boot vom Dock im Dorf holen, wenn ihr es braucht. Sehr gut. Unsere siebte Energiezelle, aber ey, ohne Witz. Das ist jetzt nicht so ein Zuckerschlecken, finde ich zumindest. Da ist noch was. Komm ich da denn durch? Ah, Mist. Ja, wir sollten vielleicht auch mal auf die Gegner aufpassen. Auf die klitzigen kleinen Piranhas. Kommt, die erledigen wir einfach mal. Erledigt. Hallo! Ich hab ihn doch getroffen, nur noch ein Leben. Das ist no good. Hallo! Ey, nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernst. Auf wir müssen das Echo nochmal. Dings, nicht das Echo, sondern die Energiezelle nochmal einsammeln. Wehe. Okay. Versuchen wir jetzt erstmal nicht zu sterben. So, sehr gut. Hier schön das grüne Echo einsammeln. Das schöne Echo Fresh. So, und hier rüber. Und hier nochmal so ein Precursor-Dingens. Wie heißen die nochmal? Precursor Orbs, genau. Precursor Orbs heißen die. Wo bin ich denn hier nochmal runtergefallen? Ja, ah Mist. Ich dachte, das klappt. Hier bin ich runtergefallen irgendwo. So. Ich stirb! Ah Mist, ich dachte, ich kann die mit so einer Attacke erledigen. Moment. Genau so eine Attacke wollte ich einsetzen. Halt auf mich ganz. Und halt dich von diesen dunklen Eco-Kisten fern. Hä, wieso habe ich nur noch eine Spähfliege? Wo zählt sie für ein neues Gebiet an? Okay, wir brauchen irgendwoher blaues Eco, um das Zeug da zu aktivieren. Blaues Eco, da ist blaues Eco. Erstmal das Teil hier, diese dreckige Tentakel wegschlagen. Moment, wir machen es so. Und zwar hole ich mir zuerst das da. Hier das hier. Und bam. Und weg, weg, weg. Und hier nochmal Eco. Und hier nochmal Eco. So, jetzt aber schnell. Komm. Das schaffen wir. Hey, hallo. Was? Na ja. Besser du als ich. Ich dachte, mit dem Eco sind wir unverwundbar. Mann, ich bin so ein Loser. Das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, wir sind unverbundbar, wenn wir das blaue Eco haben. Nun gut. So, jetzt komm nochmal zum x-ten Mal hier durch. Ey, komm, du dreckiger kleiner Frosch. So, komm, sammeln wir ein bisschen davon ein. Kann ja nicht schaden. Oh Mann. Sehr fein. Okay, 50 Stück brauchen wir, um wieder so ein Herzteil dazu zu bekommen. Das sollte möglich sein, irgendwie. Sollte es möglich sein. Hoffe ich zumindest. So. Was ist los? Komm her! Hallo, ich kann die Kamera nicht drehen. Muss ich gar nicht. Sehr gut. Und da. Komm halt. Ey, wieso hast du denn nicht festgehalten, Jack, Mann? Mach mir das Leben doch nicht schwerer, als es schon ist. So, komm. Jetzt nochmal. Versuch mich so. Ah, Mist. Ich hab jetzt den falschen Knopf gedrückt. Gedrückt, natürlich. So. Hoch da. Und. Rüber da. Ah, nee. Komm ich einfach so hoch? Nee. Da komme ich nicht einfach so hoch. Aber hier komme ich da hoch. Gut, so ein bisschen. Muss man gar nicht darüber springen, sondern kann hier einfach rüberklettern. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu. So. Erinnert mich halt auch ein bisschen vom Spielverlauf
an Ratchet & Clank. Das hab ich mal gespielt. Komm lieber da, Sascha. Jetzt nicht allzu lange und auch, ich glaube, nicht mal ein ganzes Spiel. Aber so ein bisschen habe ich das mal gespielt bei einem Freund. Und eine Demo von Ratchet & Clank habe ich auch gespielt. Aber Jack & Dexter ist wirklich irgendwie an mir vorbeigegangen. Echt schade eigentlich. Weil sieht nach einem coolen Spiel aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache alles so ein bisschen wirr durcheinander und habe kein System dahinter. Aber es wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn man hier ein System hätte, weil so klein ist die Insel bzw. die Gegend hier auch nicht. Mann! Da fahre ich tatsächlich noch runter. Das gibt es ja nicht! Komm. So. Also von Skill kann man bis jetzt bei mir nicht sprechen. Aber wird ja, wird noch. Übung macht den Meister. So. Ist nicht sogar. Oh, Eko haben wir. Wir haben Eko gefunden. Bam. Sehr fein. Wieder drei Spiegel. Komm, wir klettern auf diese Maschine und zerstören den Spiegel, der den Precursor-Strahl ablenkt. Habe ich irgendwie nicht getan, oder? Ich habe nicht getan, was man von mir verlangt hat. Gut, dann muss ich dann nochmal hoch. Aber jetzt erst einmal sorge ich dafür, dass ich da dieses Teil da öffne. Geh mal weg. Sehr schön. Yay! Ganz viele Precursor. Ich will immer sagen Pre-User, aber es sind Precursor Orbs. Gut, habe ich hier noch was verpasst? Nee, glaube nicht. Dann können wir hier hoch. So. Den Part können wir auch ein bisschen länger machen, da ich doch ziemlich gefailt habe. So. Bam! Weg mit dir! Jede Menge grüne Ekos einsammeln. Und dann hier Precursor Orbs natürlich auch einsacken. Nicht, dass man die vergisst. 120 brauchen wir, um bei dem Orakel die zwei Energiequellen zu bekommen. Kommt da hoch? Achso, kommt da hoch. Ist da noch was? Schauen wir gleich. Ja, da ist noch eine. So. Ja. Erlaub mir, diese dunklen Echo-Boxen sind überhaupt nichts Gutes. Ach, danke schön, wusste ich gar nicht. Ich dachte, die sind echt gut. Aber jetzt weiß ich es jetzt, wo du es mir gesagt hast. Komm schon. Moment. Nee, so geht's auch. Wie komme ich dann? Das Teil da dann. So, erstmal hier über die Hängebrücke rüber, ohne runterzufallen, sehr fein. Ich mache das echt irgendwie völlig random durcheinander. Ist glaube ich nicht ganz so gut, aber gut, ich habe halt keinen Weg, den ich gehen könnte, der irgendwie mir logisch erscheint momentan. Dazu ist es zu blind, das Spiel. Also das Spiel ist nicht blind, sondern es ist für mich blind. Und ich bin nochmal tot. Das hat wehgetan. Soll ich Verstärkung holen? Nee, danke. Gut, aber ich glaube, das reicht erstmal. Nee, nicht. Oh, Mann, wir müssen hier nochmal alles einsammeln. Das ist echt nicht so toll. Die Speicherpunkte können sie eher etwas eher setzen. Das können sie machen. Woher habe ich jetzt die. Die Precursor Ops habe ich jetzt aber schon eingesammelt, oder? Nur die grünen Eco-Orbs dann nicht und die Feinde tauchen halt nicht auf. Aber die sind ja nicht so wichtig. Gut, komm, wir spielen noch ein bisschen, gehen nochmal zu dem einen Punkt da zurück und dann beenden wir den Part auch schon. Ich würde mal sagen, schon, ich glaube, dreimal gestorben. Unglaublich. Unglaublich. Komm, über da. Nee, das geht nicht. So, komm, mach's kaputt. Sehr gut. Und kaputt. Und was ist mit dem Piranha-Fischchen hier? Das ist auch kaputt. Sehr fein. Was sind das überhaupt für Dinge? Haben die einen Namen? Wurde der Name schon genannt? Ich weiß es leider nicht. Ich muss mir hier ein paar grüne Ekos einsammeln, da ich doch relativ wenig Leben habe. Gut. Lauf da.
habe ich noch ein Tor gesehen, das wir öffnen können, wenn wir blaues Eco haben. Haben wir leider noch nicht. So, wir bekommen jede Menge grünes Eco. So, sehr schön. Unser Leben wurde wieder aufgefrischt. Das ist supi. Das ist supi toll. So, jetzt hier hoch. Komm, geh doch hoch. Aha, schön ausgewertet. Ich bin sowas von Pro. Ich bin so Pro, dass man das gar nicht mehr in Worte fassen mag. Und hier noch ein paar grüne Eco. Oder Ecos. Ich weiß es nicht. Eco, ist die Mehrzahl von Eco auch Eco? Oder ist das Ecos? Je ne sais pas. Bam! Weg mit dir, Spähfliege. Beziehungsweise nicht weg mit dir, sondern her mit dir. So, dann gehen wir da runter. Das wollte ich. Jetzt habe ich gleich mal zwei dieser Herzen verloren. Hinten im Wasserfall könnte was sein. Da ist aber nichts. Schade, schade, Schoko. Oh, da ist wieder der Fischer. Kann das Spiel eigentlich nochmal machen? Nee, wie es aussieht. Nee. Schade eigentlich. Ist eigentlich ein ganz cooles Spiel, obwohl ich mich so schlecht darin angestellt habe. Trotzdem können Spiele cool sein, auch wenn man sich schlecht anstellt. Aber ich glaube, für diesen Part reicht es dann so langsam. Oder meint ihr nicht? Ich würde sagen, es reicht für diesen Part. Also, ich hoffe, der Part hat euch trotz Fails gefallen. Wir werden uns dann in einem anderen Part wiedersehen. Nämlich im nächsten am besten. Achso. Ich kann hochspringen. Wiuiuiuiui. Bam. Weg mit dir. Da war ich noch nicht. Ich dann nur mit dem blauen Eco durch. Wir müssen dich mit diesem blauen Zeug aufladen, um die Tür zu öffnen. Okay, die Tür öffnen wir noch und dann werden wir, glaube ich, den Part. So. Was ist denn hier feines? War ich hier schon? Hier ist blaues Eco, oder? Ne, da oben ist blaues Eco. Genau da war es. Also nochmal hoch. Nochmal hoch. Ihr merkt, ich bin ein bisschen verpeilt. Aber ja. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Aber ja. Ich bin ein bisschen verpeilt, aber ja. Was soll's. So, rüber da. Nein, nicht ganz runter. Ich bin wieder tot. Okay, komm, wir beenden den Part. Wir sehen uns im nächsten Part hier. Bis dahin, meine lieben Freunde. Schönen Tag noch und Chili.